Das letzte Spiel vor dem Finale der UEFA Champions League. Und jetzt das Spiel. FC Bayern München gegen Galatasaray. Mein Name ist Wolf Fuß und zusammen mit dem Top-Experten Hansi Küpper werde ich Sie heute durch das Spiel begleiten. Los geht's! Xabi Alonso. Lewandowski. Xabi Alonso. Lahm. Xabi Alonso. Da ist die Chance. Er trifft ihn. Mann, der Pfosten ist heute der beste Freund des Tors. Macht er den? Das muss was werden. Den Zweikampf hat er gewonnen und damit auch den Ball. Alex Tejes. Lewandowski. Der Ball vor Tor. Oh, der versucht den Torwart zu überlupfen, der Hund. Er will lupfen, aber das klappt so nicht. Um den Ball über den Keeper in den Kasten zu lupfen, brauchst du die perfekte Schusstechnik. Die hatte er zumindest in dieser Situation nicht. Sie haben sich eine Menge vorgenommen und sie setzen eine Menge um. Das Einzige, was fehlt, ist die Coolness vor dem gegnerischen Tor. Wer gerade erst eingeschaltet hat, wird sich freuen. Sie haben bislang nichts verpasst. Jetzt ist Übersicht gefragt. Und bitte! Jetzt aber! Müller. Lewandowski. Toll gelöst. Das könnte was werden. Junge, Junge, Junge. Die stehen da hinten mit viel Gottvertrauen. Schweinsteiger wird die erste Ecke reindrehen. Verursacht einen Freistoß. Klare Sache, das muss Geld geben. Langer Abschlag vom Keeper. Alex Tejes. Nutzt er seine Möglichkeit. Xabi Alonso. Und er schießt das Tor. We'll be right back.
Sie gehen mit 1:0 in Führung. Sie haben das Tor gemacht. Jetzt müssen Sie einfach versuchen, den Gegner zu dominieren und Ihr Spiel durchzubringen. Lahm. Javi Martinez. Lahm. Xabi Alonso. Javi Martinez. Lahm. Robben. Und er haut das Ding vor. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Snyder. Xabi Alonso. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Jetzt aber. Chance. Er zieht aufs Tor. Da kannst du eine Schablone drauflegen, wie vorhin. Und wieder klappt es nicht. Robin. Ja, probier es mal mit dem Heber. Das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Xabi Alonso gewinnt den. Und mit dem Pausenpfiff des Unparteiischen gehen wir jetzt in die Pause. Mit dem Spiel und dem Ergebnis kann man nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Man darf allerdings in Durchgang 2 nicht nachlässig werden. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Halbzeit. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Lahm. Lewandowski. Lahm. Xabi Alonso. Schweinsteiger. Ribéry. Xabi Alonso. Rüber nach rechts. Sehr gut freigelaufen. Er versucht ihn einzuspielen. Gut rausgespielt, aber da hätte mehr bei rumkommen können. Ja, sie haben das prima gemacht. Sie sind in den 16-Meter-Raum gekommen. Die Flanke kam gut. Die Chance allerdings wurde vertan. Das muss beim nächsten Mal besser werden. Ribéry holt ihn sich wieder. Alaba. Da treibt er den Ball weit vor. In den Rücken der Abwehr gespielt. Der Pass wohl temperiert. Das ist hart an der Grenze zum perfekten Anspiel. Der herrliche Lupfer, aber der suboptimale Abschluss. Mittlerweile wissen wir, was dieser Mann kann. Mal nutzt er seine Chancen, mal vergibt er sie, aber eines muss man ihm lassen. Er erarbeitet sie sich immer wieder. ...60 Minuten sind durch. Xabi Alonso. Und er spielt den Ball da raus. Er lässt sich in der Situation nichts zu Schulden kommen. Und er geht Freistoß. Da treibt er den Ball weit vor. Gute Leistung. Er hat ihn einfach vom Ball weggedrängt. Er schlägt ihn nach vorne. Ja, und jetzt gibt es in der Tat die Chance, mal den ein oder anderen zu bringen. Der Trainer hat noch gar nicht gewechselt heute. Das gibt Eindruck.
das ist gutes Zweikampfverhalten. Schweinsteiger. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Er findet Robben. Er versucht ihn da durchzuspielen. Sergio Pina. Das ist die Möglichkeit. Richtig stark gemacht von Galatasaray. Jetzt müssen sie das richtige Maß finden zwischen Offensive und Defensive. 100%ige Zustimmung meinerseits. Schweinsteiger. Robben! Bayern München. Mit einer großen Chance, die aber ungenutzt bleibt. Xabi Alonso. Robben. Umut. Felipe Melo. Schweinsteiger. Mit dem Tackling. Das war ein Foul. Für mich ist es keine Überraschung, dass es hier Geld gibt. Ein langer Ball. Gerard Boateng. Alaba. Ribéry. Alaba. Durch die Abwehr. Nutzt er die Chance. Und er kommt durch. Schweinsteiger. Das war nix. Weit vorbei. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Versucht die Gasse zu finden. Da ist die Chance. Da ist er noch dran. Der Linienrichter hebt die Fahne. Die letzten paar Minuten, ob sie sich noch eine Chance erarbeiten. Lewandowski. Ah, er kommt durch. Nur noch wenige Minuten zu spielen. Sie können die Ziellinie bereits riechen. Bisschen ungeschickt im Zweikampf. Foul. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist gelb. Hamid halt den Top. Ich guck schon mal auf die Uhr. Also, die Zeit läuft ab. Alaba. Schweinsteiger. Und der Schiedsrichter macht den ganzen hier ein Ende. Heimvorteil genutzt. Die Gastgeber mit allen Voraussetzungen fürs Rückspiel.
Ja, sie haben gut gearbeitet für dieses eine Tor und sie haben am Ende verdient gewonnen.